So, dann reden wir noch mit dem hier. Halt! Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Und? Und ich habe schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir. Krieg ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Reden wir mal über meine Belohnung. Es geht dir ums Gold? In dieser Stadt gibt es anscheinend keinen Mann mehr mit Idealen. In dieser Stadt gibt es auch anscheinend nichts umsonst. Also gut, wenn du mir hilfst, kannst du deine Belohnung selbst wählen. Eine Million. Mindestens. Jo, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was mach ich? Ja, das, was ich eigentlich machen wollte, nach da oben gehen. Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Du bist Magier? Aber ja, ich bin ein Beschützer der heiligen Flamme, mein Sohn. Ich gehöre zum Bund der Magier. Ich bin Meister Belschwur. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er dir Kraft geben. Danke. Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Ein warmer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben, wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzen kann. Wie kann ich Magier werden? Du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Ja. Du bist sehr schnell in deinem Urteil. Das spricht für dein großes Selbstvertrauen. Doch das ist allenfalls deine Ansicht der Dinge, nicht unbedingt die Wahrheit. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe.
Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Jo. Danke, bitte. Elias, Cole, Finn, Josh, Martha. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschwur zur Seite. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Erzähl mir mehr über Kommandant Carlos. Er ist Krieger des Ordens der Heiligen Flamme. Die meiste Zeit verweilt er oben im Wachhaus der alten Stadtwache. Doch seine weißen Ordenskrieger sind stets wachsam und halten Ordnung in der Stadt. Was man von der alten Stadtwache nicht unbedingt behaupten kann. Was stimmt nicht mit den alten Stadtwachen? In den Tagen, bevor der Inquisitor hier ankam, waren sie dafür verantwortlich, in den Straßen für Ordnung zu sorgen. Don Esteban hatte sie alle unter Kontrolle. Doch heute haben die Ordenskrieger hier das Sagen. Leider kümmern sie sich zu wenig um das Volk. Die alten Stadtwachen machen heute ihr eigenes Ding. Sie sind korrupt geworden und würden für Gold und Vergnügen alles tun. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Belschwur. Ich soll Heiltränke für Belschwur verteilen. Das ist eine gute Sache. Die Menschen hier brauchen Heilung. Wie finde ich die ganzen Leute, die Tränke brauchen? Belschwur hat dir doch sicher eine Liste gegeben, oder? Ja, richtig. Du findest die Leute alle hier in der Gosse. Die meisten sitzen auf der Straße. Aber vergiss nicht Josh. Den habe ich nämlich immer verbummelt. Josh hat eine kleine Kneipe, dort drüben die Treppe runter. Die Leute nennen diesen Teil der Hafenstadt das Loch. Kann man schon mal übersehen. Ah ja, danke für den Tipp. Wie bist du Novize geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meister Belschwur meinte, ich hätte das Zeug dazu und gab mir seinen Segen. Nachdem ich auch Kommandant Carlos von mir überzeugen konnte, durfte ich unbehelligt in die Vulkanfestung gehen und meine Ausbildung dort beginnen. Eines Tages werde ich ein mächtiger Magier sein. Ja, vielleicht. Ah. Hi, ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Eigentlich wollte ich mich nur mal umsehen. Tu das. Für mich ist hier der beste Platz der ganzen Stadt. Es ist so ruhig. Was machst du hier? Ich bete zu der Heiligen Flamme. Ich bete, dass sie uns alle beschützt und ich bald wieder auf die Jagd gehen kann. Erzähl mir von der Flamme.
Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin kein Magier. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Bellschwur. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Bellschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Jupp. Oh, direkt noch ein Level aufgestiegen. Das hat sich ja gelohnt. Hi. Was auch immer es war, ich war's nicht. Wovon redest du? Ach, schon gut. Ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Felle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Du kommst von draußen? Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich... Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein. Darum wird sich Meister Bellschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben? Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Natürlich kümmere ich mich darum. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Bellschwur, damit er es verteilen kann. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Ich brauche ein paar Sachen. Naja, Pfeile sind jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche, aber... Was willst du hier? Ich würde mich nur umgucken. Ess mich nicht. Thank you.
sympathisches Spiel. So, dann schauen wir uns hier unten noch um. Ah, Kundschaft. Das sieht man gern. Was kann ich für dich tun? Ich bin der Nachfolger von Delgado. Oh, das hört man gerne. Willst du ein Bier? Geht natürlich aufs Haus. Natürlich. Bier wäre gut. Hier, nimm erst mal einen Schluck. Was kann ich für dich tun? Ich wollte das Gold abholen. Ach, so ist das. Mhm. Was ist? Wenn du unbedingt willst, bekommst du natürlich dein Gold. 100 Goldmünzen. Wie immer. Klingt, als kommt da noch ein Aber. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber ich hatte mit Delgado eine Vereinbarung. Was für eine Abmachung? Nun, ich habe meine Schulden sozusagen abgearbeitet. Was meinst du damit? Naja, ich habe meine Ohren offen gehalten und Delgado gesteckt, wo man was holen kann. Dafür musste ich dann nichts zahlen. Natürlich gibt es auch ein Freibier. Ich habe hier einen Heiltrank für dich von Belschwur. Danke. Ich wünschte, es gäbe mehr Männer, die sich um uns arme Schweine kümmern würden. Wer war denn nochmal Delgado? Der Typ am Anfang. Hey du, Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wenn ja, dann hätte ich da was für dich. Wer bist du? Mein Name ist Bart. Ich bin Schatzsucher. Genau wie meine beiden Brüder auch. Das liegt in unserer Familie, würde ich sagen. Ja, ich habe schon einen von euch getroffen. Ach ja? Dann muss ich dir ja nicht mehr viel über uns erzählen. Ihr Drillinge seid getrennt unterwegs? Düter habe ich schon seit Tagen nicht gesehen. Aber man sagte mir, dass Olf irgendwo im Händlerviertel gefangen gehalten wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Scheint dich aber auch nicht sonderlich zu beunruhigen. Olf ist ein harter Bursche. Der wird sich schon irgendwie selbst helfen. Wie immer. Ich werde mir das mit deinem gefangenen Bruder mal ansehen. Wenn du meinst, schaden kannst nicht. Woran arbeitest du gerade? Um ehrlich zu sein, zurzeit an gar nichts. Wie du sicher mitbekommen hast, haben die Weißen die Stadt abgeriegelt. Naja, und innerhalb der Stadtmauern gibt es in der Regel nicht so viel zu tun für einen Schatzsucher. Ich hoffe, dass Olf bald wieder einen vernünftigen Job für uns auftreibt. Ich will wieder in die Ruinen. Was für ein Artefakt hast du denn anzubieten? Eine große goldene Schale. Wenn du sie haben willst, kostet dich das 150 Goldmünzen. Immer dieses Geld von Frechheit. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Und wer sitzt da dran? Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Felle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Was kannst du mir über die... Ah, bei dem kann ich auch schleichen lernen.
ich Tiere auswählen kann, aber leider gerade nicht das nötige Kleingeld dafür, glaube ich. Nee. Würde ich gerne noch ein bisschen mehr sparen. Hey, Kleiner. Dich kenne ich ja gar nicht. Ist wohl noch nicht lange hier, was? Bleib in der Gosse, dann passiert dir auch nichts. Du gehörst zur Stadtwache. Und die Stadtwache vertritt das Gesetz. Also sei immer schön brav. Dann kriegst du auch keinen Ärger. Kannst du mich trainieren? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Schließlich muss ich auch sehen, wo ich bleibe. Schließlich haben wir ziemlich schlechte Zeiten. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Auch Schwertkampf. Es gibt nur wenige Stadtwachen. Das war mal anders. Wir waren die Ersten, die in die Ruinen gegangen sind. Und viele von uns sind nicht zurückgekehrt. Das war noch bevor Inquisitor Mendoza mit seinen Leuten ankam. Wenn wir nicht gegen die Monster gekämpft hätten, wäre hier jetzt niemand mehr am Leben. Alles klar. Dann nehme ich mir noch dieses Pflänzchen mit. Und das Pflänzchen mit. Und dann... Möchte ich mich noch, dass die Heiltränke wegkommen und... Hi. Hi. Ich bin Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten? Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Belschwur schickt mich. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belschwur der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Und alles. Das war vorher gewusst. Was denn? Ich will Heiltränke loswerden. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Gibt es was Besonderes? Ja, Heiltränke. Ich habe genügend eigene Sorgen. Ups, kein. Aber. Ich soll dir von Belschwur diesen Heiltrank geben. Ah, gut. Ich danke dir. Und du auch. Mir geht's gut. Und dir? Dann nicht. Frag jemand anderen. Okay. Dann bestimmt hier. Ich will doch nur schlafen. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Wo ist denn der Mann von der Martha? Raus! Oh, nicht, solange mir noch einer auf den Sack geht. Boah, die haben mich gerade erschrocken. Jetzt verschwinde, ey. Hau schon ab! Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ist er doch. Meister Belschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Ich danke dir, Fremder. Endlich mal jemand, der sich um uns kümmert. Danke. Doch die Heiltränke von Meister Belschwur allein werden nicht reichen, fürchte ich. Ich muss meine Frau von diesem elenden Ort wegbringen. Sie braucht ein warmes, sauberes Bett. Wenn ich nicht bald eine Unterkunft für sie finde, wird sie mir doch noch sterben. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich danke dir, Fremder. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich kann nur hoffen, dass du fündig wirst. Viel Glück. Ich will doch nur schlafen. Jo. Schon was finden. Was ist los? So, die Fälle brauche ich ja jetzt, deswegen nehme ich die auch alle mit. Okay, nix.
starb ich eigentlich? Ich hab 2 Wolfsfälle und 3 Wildschweinfälle. Das ist so eine gute Idee ist. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Schön für Sie. Was hab ich damit zu tun? Ich werde das Bett für Sie bezahlen. Das ist natürlich etwas anderes. Gib her. In Ordnung. Sie soll ihr Bett bekommen. Na also, geht doch. Jo, das ist doch toll. Wenn die beiden nämlich darüber gehen. Oh, schade, dann ist hier keiner mehr. Bitte so leer. Deine Frau kann zu Costa umziehen. Ist das wirklich wahr? Ich danke dir, Fremder. So etwas hat noch nie jemand für uns getan. Du bist ein guter Mensch und sollst dafür belohnt werden. Wir haben nicht viel, aber geh zu meiner Frau. Sie hat etwas für dich. Ich war gerade eingeschlafen. Danke für deine Hilfe. Sieh mal an, du kannst ja doch reden. Ja, aber es strengt doch sehr an. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alles Gute, Fremder. Das werden wir dir nie vergessen. Dankeschön. Tüdelü. Viel Spaß. War schön mit euch. Jo, jetzt müssen wir eigentlich auch das mit den Heiltränken abgeschlossen haben, oder? Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ja? Was denn? Nix, keine. Ist was? Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Wer weiß... Vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Carlos davon berichten. Er wird dich rufen lassen, wenn er Zeit für dich hat. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur er kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn ohne sein Wohlwollen wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Okay. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später. Okay. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Danke schön. Das wird sich doch nie ändern. Gibt's Prop. Ein paar Aufzeichnungen über alte Geschäfte. Ich lass mich da nicht blicken, so viel steht fest. Meine Meinung soll ja keiner hören. Immer wieder das Gleiche mit dem Kerl. Das war's dann auch wieder mit der Risen-Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.